Niemals würde Rita Skura ihre Katze fallen lassen, aber darauf verlässt sich die Katze nicht. Sollte sie doch einmal fallen, würde sie federnd aufkommen und sich mit verächtlicher Miene die Barthaare streichen. Genau dafür liebt Rita ihr Haustier. Es besitzt zwei Eigenschaften, auf die sie selbst bis zum Ende ihrer Tage verzichten muss. Gesundes Misstrauen und natürliche Eleganz. In ihrer Kindheit hat Rita jede Eselei geglaubt und ist als Opfer von Schulhofstreichen zu einiger Prominenz gelangt. Es war Rita, die nach oben blickte, um ein UFO zu sichten, während man ihr gegen das Schienbein trat. Rita kletterte im kurzen Rock auf die Kastanie, um einen kleinen Vogel zu retten, während unten kichernde Jungs die Farbe ihrer Unterhose diskutierten. Kein Trick war für sie zu dumm. Sie verlor alle Buntstifte in betrügerischen Wetten und verbrachte Stunden in einem Versteck, ohne dass jemand sie suchte. Beim Räuber- und Gendarmspiel wollte keiner sie in seiner Gruppe haben.